Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste am heutigen Tag, ich freue mich sehr, dass ich im Namen des Kreisverbandes Ludwigsburg Sie alle heute Morgen hier in Vaihingen in der Winothek, in der Vaihinger Winothek begrüßen darf. Ich darf zunächst ganz herzliche Grüße ausrichten von unserer Kreisvorsitzenden Viola Nowak, die leider urlaubsbedingt heute nicht selbst dabei sein kann, die aber besten Verlauf der Veranstaltung wünscht und sich sehr gefreut hätte, wenn sie heute auch dabei wäre. Als erstes möchte ich ganz besonders herzlich begrüßen heute hier unseren Gast, unseren Ehrengast, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, den parlamentarischen Geschäftsführer und vor allen Dingen auch den, das ist am heutigen Tag vielleicht ganz wichtig, gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-DVP-Landtagsfraktion, Jochen Hausmann. Lieber Jochen, ganz herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen heißen möchte ich auch die beiden Bundestagskandidaten aus dem Kreisverband Ludwigsburg, den Marcel Distel aus dem Wahlkreis 266 Neckar-Zaber und den Oliver Martin aus dem Wahlkreis 265 Ludwigsburg. Wir haben heute beide Bundestagskandidaten hier eingeladen, weil wir uns ja im Ortsverband Vaihingen-Sachsenheim befinden und Vaihingen-Sachsenheim trägt schon im Namen zwei Wahlkreise, Bundestagswahlkreise in sich, nämlich den Bundestagswahlkreis Neckar-Zaber, der in Sachsenheim zu wählen ist und damit der Kandidat Marcel Distel, der da zu wählen ist und halt eben hier in Vaihingen an der Enns den Wahlkreis Ludwigsburg mit Oliver Martin. Und deswegen würde ich zunächst einmal einfach damit anfangen, dass ich den beiden Bundestagskandidaten eine kurze Gelegenheit gebe, sich vorzustellen. Marcel Distel, wie wäre es, wenn wir mit dir anfangen? Deine Bühne. Gerne, danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich mache es ganz kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Marcel Distel, ich bin 28 Jahre jung, Mitarbeiter des Kollegen von Jochen Hausmann, Nico Weinmann, im Büro im Landtag in Baden-Württemberg und im Wahlkreisbüro in Heilbronn. Der Wolfgang hatte es schon angeschnitten. Wir befinden uns hier in einem Ortsverband, der zwei Wahlkreise beinhaltet. Ich bin dann quasi der zuständige Ansprechpartner für Sachsenheim. Wir haben wahrscheinlich beide dieses Wochenende, die letzten Tage, die Nächte uns um die Ohren gehauen und die Plakate aufgehängt. Das ist dann immer so das Zeichen dafür, dass die heiße Phase losgeht. Wir hatten, glaube ich, auch beide schon Infostände, sind beide schon mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen. Ich denke, wir haben da beide den gleichen Eindruck, lieber Oliver, die Zeiten könnten nicht besser sein. Ich habe sehr angeregte Gespräche mit Leuten geführt. Viele Leute haben uns schon zugesichert, dass sie uns schon wählen. Die Themen, die wir hier vertreten, die könnten aktueller nicht sein. Ich denke, der Jochen wird uns da auch gleich ein paar wichtige Impulse dazu setzen. Vielleicht aus der Perspektive eines jungen Menschen eine Nachricht, die mich freut. Aber da wird der Jochen uns nachher detailliertere Informationen dazu geben. Ab Montag fängt für viele junge Menschen eine neue Zeit an. Wir hatten anderthalb Jahre für junge Menschen, vor allem natürlich für alle, aber insbesondere für junge Menschen, das möchte ich herausstellen, eine Zeit geprägt von vielen Entbehrungen. Junge Menschen mussten darauf verzichten, zu feiern. Junge Menschen mussten darauf verzichten, zusammenzukommen. Junge Menschen hatten das Bedürfnis, zusammenzukommen und es wurde ihnen verwehrt. Nachtclubs waren anderthalb Jahre lang geschlossen. Das ist natürlich blöd für die Menschen, die feiern möchten. Für noch die alten Menschen in dem Fall. Es gibt natürlich alle Generationen, die feiern möchten, aber noch blöder, machen wir uns nichts vor, ist es für die Betreiberinnen und Betreiber von diesen Nachtclubs, die anderthalb Jahre lang entbehren mussten, die dann vielleicht zwischendrin mal mit einem Barbetrieb öffnen durften, aber machen wir uns auch nichts vor, das ist bei weitem nicht kostendeckend. Da geht jetzt auch für viele Betreiberinnen und Betreiber eine Zeit voller Entbehrungen zu Ende und ich hoffe für uns alle, dass das die letzte Zeit war, die geprägt war von so vielen Entbehrungen und dass wir über diesen Winter kommen ohne einen vollständigen Lockdown. Ich denke aber, dabei möchte ich es belassen, weil unser Landtagsexperte da dann die besseren Impulse dazu liefern kann. Ich freue mich auf den gemeinsamen Wahlkampf mit euch allen, der Oliver und ich. Wir werden unser Bestes geben, damit wir hier im Wahlkreis die Ergebnisse von 2017 nochmal toppen können. Ich denke, die Umfragen sind gut genug dafür und dabei belasse ich es erstmal. Ich wünsche uns jetzt eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, guten Morgen zusammen, lieber Herr Hausmann. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr alle da seid. Zwischenzeitlich muss ich sagen, Vaihingen Enns. Ich hätte es nicht gedacht, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ist meine zweite Heimat geworden. Also, ich bin zurzeit entweder in Ludwigsburg oder in Vaihingen. Ja. Letzte Woche Infostand, vorletzte Woche
Stammtisch, diese Woche hier in der Winothek, demnächst wieder Stammtisch. Und bin jetzt schon richtig heimisch, fühle mich auch sehr wohl. Freue mich auch mal, wenn ich hier am Marktplatz oder in der Nähe vom Marktplatz sein darf, weil es einfach wunderschön ist. Diese ganze Umgebung jetzt im Sommer mit dem Strand. Aber es ist mir auch ganz wichtig, so die Brücke zu schlagen. Ja? Das ist einfach so ein Thema, was mir zwischenzeitlich im Wahlkampf bewusst geworden ist. Wir müssen die Brücke schlagen, nicht nur zwischen Ludwigsburg und Vaihingen oder in die anderen Orte, die rings um Ludwigsburg rum sind, sondern auch die Brücke zu den Menschen. Ja? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir haben ein sehr, sehr gutes Wahlprogramm, wie ich meine. Ich meine sogar, dass wir das beste Wahlprogramm von allen Parteien haben. Aber was mir in den Infoständen auffällt, die Menschen möchten auch wissen, Herr Martin, was machen Sie, wenn Sie gewählt werden? Ja? Also da kommt so diese Frage zum Ausdruck, können wir Vertrauen haben zu Ihnen, können wir Vertrauen haben in die FDP, dass dieses Wahlprogramm, das bisher nur auf dem Papier steht, dass es auch so umgesetzt wird. Und da erinnere ich mich dann dran an die eigene Familie. Ja? Also meine Eltern, meine Großeltern haben früher häufig FDP gewählt, weil es da eben Menschen gab wie den Hans-Dietrich Genscher. Ja. Und wenn man es genau nimmt, haben die den FDP gewählt, und es genau nimmt, haben die Hans-Dietrich Genscher gewählt, weil sie gesagt haben, egal in welcher Koalition die FDP letztendlich landet, wir möchten, dass Hans-Dietrich Genscher Außenpolitik macht. Ja, weil wir den Vertrauen haben in diesen Menschen, weil wir Vertrauen haben auch in andere. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gerade auf Bundesebene ganz stark daran arbeiten müssen. Wir kennen natürlich Herrn Lindner, wir kennen auch Herr Kubicki, wir kennen auch noch ein paar andere Abgeordnete, aber viele Menschen kennen halt nur Herrn Lindner und Herrn Kubicki. Ja? Ich glaube, dass, wenn wir auf dem Marktplatz fragen, da gibt es niemanden, der 5 Abgeordnete von der FDP im Bundestag aufzählen kann, oder fast niemanden. Also deswegen, ich glaube, wir dürfen bei allem guten Programm und bei allem guten Umfragewerten nicht vergessen, dass das höchste Gute der Politik wieder werden muss. Ich sage bewusst wieder werden muss, weil die Vertrauenskrise in der Politik ist groß, ja. Die Politikverdrossenheit auf Bundesebene ist teilweise sehr groß. Man sieht auch das Misstrauen in die Kanzlerkandidaten aktuell, das ist eine Katastrophe, ja. Wenn über die Hälfte der Menschen sagt, ich würde keinen von diesen Kanzlerkandidaten direkt wählen wollen. Ich glaube, wir sollten uns jeden Tag ins Bewusstsein rufen, wie wichtig ist, das Vertrauen der Menschen zu bekommen, das Vertrauen, dass die Bundespartei, wenn es irgendwie möglich ist, große Teile des Wahlprogramms umsetzt. Und für Marcel und für mich jetzt speziell, dass die Menschen das Vertrauen haben müssen, wenn sie ihn oder wenn sie mich wählen, dass wir auch vertrauensvoll umsetzen, was in unseren Wahlkreisen einfach wichtige Themen sind. Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte, weil Vertrauen schaffen nicht nur Marcel und ich, Vertrauen schaffen wir alle auf kommunaler Ebene natürlich, die im Gemeinderat oder im Kreistag sitzen, auf Landesebene Herr Hausmann und die Kollegen. Aber ich glaube, wir sind einfach aufgefordert, wenn wir das Potenzial der FDP voll ausnutzen wollen. Ich glaube, das sind einfach nochmal locker 5, 6, 7% mehr drin, wenn die Menschen nicht nur sehen, das Programm ist gut, sondern wenn sie auch Vertrauen haben, dass sie es umsetzen. Und dann sind wir nicht mehr weit weg von den, die früher mal so eine Volkspartei waren. Und deswegen, das möchte ich uns alle wieder auf den Weg geben und deswegen freue ich mich, dass Sie heute da sind, dass wir die Brücke schlagen im Landtag, dass wir die Brücke schlagen nach Vaihingen, nach Sachsenheim. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Miteinander reden, das bringt uns voran. Miteinander reden, das schafft Vertrauen. Und in diesem Sinne, Herr Hausmann, schön, dass Sie da sind. Ja, bevor wir vielleicht loslegen, dann, wenn mir so schön eingeschenkt ist und mir geht das Herz auf, Herr Arnold, wenn ich in einer Winothek bin, ich komme aus dem Remstal, da fühlt man sich gleich heimatlich verbunden und als Wolfgang mir dann die Location durchgegeben hatte, da fühlst du dich dann, da fühlst du dich wie zu Hause, aber so Winothek, und Sie haben ja viele Weingüter, die Sie hier ergänzen, das ist was, wo bei uns noch so gewisses Potenzial notwendig wäre. Aber man weiß ja, die Apotheke, man sieht es ja hier noch mit den Gänzchen, Bepanthen und sonstige Dinge, aber Wein ist eigentlich die beste Medizin für uns in Baden-Württemberg und von daher erstmal zum Wohl und ganz herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang, lieber Marcel, lieber Herr Martin, lieber Roland und auch im Gemeinderat Freiberle,
Und Frau Kutja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wenn die Plakate mal hängen, dann geht so langsam das Gefühl los, jetzt wird es irgendwie ernster. Und ich will auch wirklich auch starten mit einem herzlichen Dank für die vielen ehrenamtlichen Mitglieder, die sich da einbringen. Denn Wahlkampf ohne überhaupt politische Arbeit, ohne das Ehrenamt wäre überhaupt nicht möglich. Uns geht es wie vielen anderen Vereinen in unserem Land, Sport, Musikvereine, kulturelle, kirchliche Organisationen. Man hat ja manchmal den Eindruck, wenn man so auf dem Markt stand, sich auch mit Bürgerinnen und Bürgern unterhält, die glauben, wir haben Hundertschaften an hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nichts anderes machen wie im Wahlkampf. Wenn die wüssten, mit wie wenig Hauptamtlichkeit die Parteien arbeiten, dann würden sie gar nicht glauben, dass so viel geleistet wird, dass hier ein Wahlprogramm entwickelt wird. Und deswegen auch da nochmal meinen ganz herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen. Wir haben noch Plätze frei, genau. Also die, das ist ein, glaube ich, ganz... Genau, dann machen wir mal. Ich sehe es Diese Ehrenamtlichkeit ist, glaube ich, eine ganz wichtige Form unseres Gemeinwesens und unserer politischen Arbeit, unserer Demokratie. Und das sollte dann durchaus auch immer wieder bei Bürgerinnen und Bürgern mal kommuniziert werden. Hinzu kommen natürlich die vielen kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die heute enormes leisten in den Kommunen. Und deswegen denke ich, sollte das auch im Wahlkampf immer wieder betont werden, wie viel Ehrenamtlichkeit da ist. Und wir freuen uns natürlich, Max Christmann ist da, die jungen Liberalen, die ja eine Dynamik entfalten derzeit, wie wir wirklich, was uns eine Riesenfreude macht. Ich war bei dem Landeskongress in Kehl vor einigen vor 3 Wochen sonntags. Und wir haben wieder über 1200 junge Liberale in Baden-Württembergs, Rekordzahlen. Und der Antrag ist noch nicht zu Ende, sondern auch dieses Engagement, diese Ideen und dieses Interesse an Politik freut uns eigentlich ganz besonders. Aber wir brauchen auch die liberalen Senioren, das ist uns eigentlich genauso. Ja, hoffentlich. Die liberale Senioren, das will ich ja nicht wissen. Ja, denn ich steuere ja auch darauf zu. Und deswegen ist es ja auch genauso wichtig, deswegen bin ich ja sehr eng im Austausch mit Dr. Wolfgang Allehoff, unserem Vorsitz der liberalen Seniorinnen und Senioren in Baden-Württemberg. Auch das ist wichtig und auch die gesamte Vorfeldorganisation, die wir brauchen. Lasse mich vielleicht noch mal einen kleinen Rückblick zur Landtagswahl und zur Entstehung der Koalition machen. Das ist ja gefühlt schon wieder ewig her. Man würde sich ja immer gerne zurücklehnen nach einer Landtagswahl und bevor endlich mal wieder Wahlkampf rum und dann kann man das genießen. In diesem Jahr ist es natürlich anders. So sehr ich mir wünsche, dass auch der Bundestag die Wahlperiode verlängert von 4 auf 5 Jahre, verbinde ich einzig die Sorge damit, dass wenn Sie es gleich machen, ausgerechnet Baden-Württemberg dann immer Doppelwahlen hätte. Das hätte einen gewissen Nachteil, vor allem wenn die Stimmung im Bund irgendwie nicht so gut wäre, haben wir ja auch schon alles erlebt, dann könnte die Landtagswahl eben auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn das eben ein Stimmungstest, ein Stimmungsbild dann vor der Bundestagswahl ist. Also, aber es könnte sein, dass wir dann 2026 wiederum möglicherweise dann eine Landtagswahl im März haben und eine Bundestagswahl im Herbst. Aber unsere Mitglieder sind ja engagiert und insofern stellen wir das auch ganz gut. Und zumindest ein Vorteil hat es, weil ich habe gestern auch plakatiert. Du weißt nur genau, wo du eigentlich die Plakate aufhängen kannst. Also wenn das 2 Jahre dazwischen sind, dann musst du wieder hin. Und vor allem manche Pfosten sind dann nicht mehr da. Und insofern hat es ja auch für uns auch gewisse Vorteile. Ja, wir haben, denke ich, eine erfolgreiche Landtagswahl gehabt. Wäre heute Wahl, wären wir nochmal deutlich besser, keine Frage. Jetzt kann man da sich drüber ärgern, aber das bringt sowieso nichts. Und wir hatten auch schon die andere Situation. Ich habe vor 10 Jahren meine erste Kandidatur gehabt, da war es gerade andersrum. Hätten wir da 8 Wochen später Landtagswahl gehabt, 2011,
hätten wir davon ausgehen können, dass wir keine Fraktion mehr gestellt hätten im Landtag von Baden-Württemberg. Insofern freuen wir uns, dass wir vielleicht den Schwung jetzt zur Bundestagswahl auch mitnehmen. Wir haben jetzt mit 18 Abgeordneten einer der größten Fraktionen in der Geschichte für die FDP in Baden-Württemberg. Ich habe mit 7 angefangen. Ich weiß, was das heißt, wenn man mit 7 Abgeordneten die gesamte Landespolitik bearbeitet. Letzte Legislatur waren wir 12, jetzt sind wir 18. Wir haben unheimlich schnell einen Fahrt aufgenommen in der Arbeit. Ich selber war ja mit in der Sondierungsgruppe für die Verhandlungen einer möglichen Ampelkoalition. Und für uns war natürlich wichtig, in der Sondierung, insbesondere den Grünen, auch zu zeigen, dass wir ernsthaft eine Koalition wollen und anstreben. Ministerpräsident Kretschmann hat während der Sondierung mal gesagt, aber gell, wenn man dann in Koalitionsverhandlungen geht, dann darf es kein Zurück mehr geben. Dann haben wir gesagt, Herr Ministerpräsident, wem sagen Sie das? Ne? Wenn es jemand weiß, dann ist es wohl die FDP, die dann weiß, wenn die Sondierung durch ist und es geht in Koalitionsverhandlungen, dass es dann auf jeden Fall in einen Koalitionsvertrag mündet. Wir haben von unserer Seite auch gemeinsam mit der SPD im Grunde genommen die Grundlagen dafür gelegt, dass man eine Koalition mit SPD und Grünen hinbekommen hätte. Es gab also keine Hinderungsgründe im Rahmen der Sondierung. Sondierung zeigt ja erstmal, dass du im Grunde genommen erstmal den nächsten Schritt erreichen musst und dann im Koalitionsvertrag, in der Koalitionsverhandlung geht es natürlich ins Eingemachte, aber in der Sondierung ist ja klar, wenn man da sagt, also nur wenn unser Wahlprogramm umgesetzt wird, dann gehen wir in eine Koalitionsverhandlung, dann brauchen wir erst gar nicht zur Sondierung, dann kann man es auch lassen. Insofern war uns das wichtig und die Grünen selber, der Grüne Landesverband hatte auch das Interesse, eine neue Koalition zu bilden, eine Ampelkoalition zu bilden. Gescheitert ist es am Ministerpräsidenten, der einfach aus 2 Gründen nach meiner Meinung nach keinen Wechsel wollte. Zum einen im Lichte der Corona-Pandemie, der Corona-Politik war ihm alles andere zu anstrengend, jetzt neue Partner zu finden, neue Partner zu suchen, sich mit neuen Partnern zu arrangieren. Und das Zweite war natürlich, dass die CDU in Person von Herrn Strobel im Grunde genommen ihm ja jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat und Herr Strobel gesagt hat, Winfried, ich unterschreibe jetzt schon mal Blanko und schreibe einfach jetzt nein, was du gerne in deinem in deinem Koalitionsvertrag haben möchtest. Insofern muss man sagen, 32% Wahlergebnis der Grünen, 95% im Koalitionsvertrag umgesetzt. Das hätte er mit der FDP mit Sicherheit so nicht geschafft, das ist keine Frage. Aber es zeigt natürlich auch, dass wir als FDP im Grunde genommen viele auch wirtschaftspolitische Aufgaben, die die CDU nicht mehr in der Form durchführt und übernimmt, dass wir als FDP dann zum einen diese Aufgaben mit übernehmen, zum anderen aber auch die Chance haben, dann uns auch dauerhaft auch stärker zu etablieren. Da bin ich fest davon überzeugt, weil das, was wir jetzt im Koalitionsvertrag sehen und das wir auch auf Bundesebene sehen von der CDU, das ist so, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass, da fehlt es an konkreten Überlegungen. Das ist klar, wenn du das Wahlprogramm natürlich auch so ein paar Wochen vor der Wahl jetzt so im Hinterzimmer dann irgendwie formulierst und dann immer, es blieb dem Parteitag gar nicht mehr viel anderes übrig. Da haben wir natürlich anders das Wahlprogramm erstellt in langen Vorarbeiten und einem intensiven Diskussionsprozess mit den Mitgliedern, mit den Delegierten. Martin hat es gesagt, ich denke wirklich ein sehr solides Wahlprogramm, das sich zeigen lassen kann, das wir als Mitglieder, als Kandidatinnen und Kandidaten natürlich jetzt auch übertragen müssen, weil im Regelfall lesen die Bürgerinnen und Bürger nicht die Wahlprogramme. Deswegen müssen wir das auch tun. Noch ein Satz zur neuen Landesregierung. Die Landespolitik dringt ja nicht überall in die Mitte der Gesellschaft durch. Was aber jetzt schon durchgedrungen ist, sind
zwei Dinge, die ich ansprechen will. Zum einen die Aufblähung der Regierung. Das ist doch angekommen in der Gesellschaft im Hinblick, dass wir einen Landeshaushalt zu erwarten haben in den nächsten, in diesem Jahr, in den nächsten zwei Jahren von etwa 3,7 bis 4 Milliarden Haushaltsdefizit, ist es dann schon so ein erstes Zeichen des unglaublichen Sparwillens, dass man dann eben die Zahl der Regierung erhöht, der Regierungsmitglieder. Im ersten Kabinett Kretschmann gab es 4 Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Jetzt haben wir 14 Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Wir haben es mal hochgerechnet, weil Herr Kretschmann hat ja gesagt, es ist wichtig, dass man sich ja einbringt als Regierung und sich mehr den Bürgerinnen und Bürgern zuwendet. Also wenn wir so weitermachen mit diesen Regierungsbildungen, dann ist 2087 jeder Baden-Württembergerin und jeden Baden-Württemberger Staatssekretärin oder Staatssekretär. Dann haben wir auf jeden Fall die Durchdringung in die Bürgerschaft erreicht. Also große Verwandtschaften. Also insofern sieht man schon, dass das bei den Bürgerinnen und Bürgern schon aufgefallen ist, schon wirklich auch nicht gut angekommen ist und auch nicht erklärbar ist, weshalb man jetzt in diese Dimension geht. Es hat nur damit zu tun, dass man sozusagen die Befriedung in der Regierung dann beibehält. Denn es gibt da Posten dabei, wo man sich schon fragt, was macht da jetzt eine Staatssekretärin oder ein Staatssekretär. Aber der Strobel hat natürlich dann auch einen gewissen Druck. Selber hat er es ja schon nicht weit von hier, wo er kandidiert hat, hat es ja nicht geschafft, seinen Wahlkreis zu erreichen. Ist ja schon bemerkenswert, wenn du als stellvertretender Ministerpräsident, als Innenminister, als CDU-Landesvorsitzender in deiner eigenen Heimatstadt kein Mandat erreichst. Also das muss ich mal hinbringen. Ich kenne keinen CDU-Vorsitzenden oder überhaupt keinen Vorsitzenden über 10 Jahre, der so viele Misserfolge hatte wie Strobel und trotzdem immer noch dabei ist. Insofern wird die Wahlrechtsreform, die ja ansteht, vielleicht ihm einen Vorteil bringen, weil wenn es da eine Listenwahl gibt, dann hat er wenigstens die Chance, über die Liste dann mal in den Landtag zu kommen. Aber das ist natürlich auch mal das Zweite, was jetzt doch nachhaltig ein Stück weit in der Bevölkerung angekommen ist, dass man jetzt den Nachtragshaushalt verabschiedet hat vor den Ferien noch, indem man zu den Schulden, die wir unter der Corona-Pandemie aufgenommen haben, eben weitere 2,2 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden aufnimmt, auch mit dieser Notlage durch Corona begründet. Man darf ja normalerweise keine Schuld machen, unbegründet, aber wenn man den Katastrophenfall oder Notlagen, wie jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, dann sind es Gründe, warum man eben auch eine Verschuldung aufnehmen darf. Und von diesen Beträgen sind 1,2 Milliarden schon sozusagen fürs nächste Jahr. Weil also der Sparwillen drückt sich sozusagen so aus, dass er sagt, dann nehmen wir doch jetzt schon mal Schulden auf, lass uns die genehmigen, dann tun wir uns nächstes Jahr nicht so schwer, diese fehlenden Beträge auszugleichen. Hinzu kommt, dass man etwa im Augenblick 20 Milliarden liquide Mittel hat, weil viele Projekte eben noch nicht am Laufen sind, viele vielleicht auch gar nicht so kommt. Aber man jetzt sozusagen das Polster schon schafft, um nächstes Jahr die eigenen Sparbemühungen sich lediglich auf 250 Millionen Euro zu konzentrieren. Ich habe es vorher gesagt, 3,7 bis 4 Milliarden haben wir ein Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und die reellen Sparbemühungen, da hätte ich mir persönlich von neuem Finanzminister durchaus auch ein bisschen mehr Ambition erwartet, ein bisschen mehr Elan, sind also bei 250 Millionen. Und der Rest hat man jetzt mit Altbeträgen, die liquide Mittel da sind und sozusagen jetzt schon eben Schuldaufnahme, die man jetzt noch in die Corona-Situation reinpackt, damit man nächstes Jahr sich nicht so arg anstrengen muss, wenn es darum geht, den Haushalt auszugleichen. Und das ist ein Thema, das der Rechnungshof sehr deutlich kritisiert hat. Die Medien haben das kritisiert. Südwestpresse hat gesagt, sind die Verbalsparer. Also reden eben nur vom Sparer und noch deutlicher
auch in der Presse, dass die Bürgerinnen und Bürger verdummt werden mit dieser Politik und die FDP-Landtagsfraktion hat deswegen angekündigt, wir wollen vom Verfassungsgerichtshof gegen diesen Haushalt klagen, weil wir sagen, das kann nicht die Haushaltsklarheit und die Haushaltswahrheit sein, die wir uns von der Landesregierung vorstellen. Und da sehen wir auch schon, dass Ministerpräsident Kretschmann einfach auch keine großen Energien mehr da einbringen, sondern er guckt jetzt, dass er in dieser Landesregierung jetzt, ich sage mal, den Stiefel voll runterfährt. Aber richtig sparen sieht natürlich anders aus. Wir dürfen nicht vergessen, also wir hatten vor Corona über 45 Milliarden Euro Schulden, es kommen nochmal 15 Milliarden dazu, sodass man ja schon nochmal auch die Generationengerechtigkeit im Blick nehmen sollte. Insgesamt ist der Staatsapparat deutlich aufgebaut worden von der Verwaltung her. Wir haben ja ein weiteres Ministerium, ein Tiny House Ministerium, also ein Wohnungsbauministerium. Die müssen jetzt erstmal aber ihre eigene Struktur aufbauen, viele neue Stellen, dann auch durchaus ambitioniert im B-Bereich, also wer sich so mit den öffentlichen Vergütungen auskennt, alles was mit B-Besoldung ist, ist nicht so besonders schlecht. Und man ist dann schon beeindruckt, wie dieses kleine Ministerium sich da eine Struktur schafft, wo man sich dann schon wundert, wie das dann unter diesem Aspekt der Haushaltskonsolidierung dann abläuft. Also ist vielleicht zu diesen Dingen, die dann doch in der Öffentlichkeit aus meiner Sicht dann schon aufgeschlagen haben, wo man schon sagen kann, also eine Motivation hinsichtlich einer Haushaltskonsolidierung kann man da im Moment nicht erkennen. Dann kommen wir zur Corona. Politik natürlich brennaktuell. Wie wäre es denn, wenn man jetzt morgen da wäre? Ich habe morgen eine Ehrungsveranstaltung unserer langjährigen Mitglieder, weil letztes Jahr konnten wir es nicht machen. Haben gesagt, das machen wir jetzt einfach in der Ferie, weil wer weiß, was im Herbst kommt. Und wir haben Mitglieder, die 60 Jahre in der FDP sind. Da sollte man ja auch nicht jahrelang warten dann. Ja. Deswegen machen wir das morgen. Und insofern, die Vorgaben, die ich von der Gemeinde bekommen habe, die passen natürlich schon nicht zu den Regelungen. Wir hatten auf meine Initiative und dank auch der Unterstützung der SPD am Montag eine Sondersitzung im Landtag von Baden-Württemberg im Sozialausschuss, weil am Dienstag war ja der Ministerpräsidentenrunde und wir haben schon in einer aktuellen Debatte noch im Juli auch darauf hingewiesen, dass wir wegkommen müssen von dieser Inzidenzorientierung und zwischen Kretschmann und dem Sozialminister Luca gab es immer unterschiedliche Aussagen und deswegen haben wir zur SPD gesagt, so eine Sondersitzung macht man mit zwei Fraktionen, alleine darf ich nicht machen. Dann haben wir gesagt, wir wollen mal hören, was da jetzt an Überlegungen da sind von der Landesregierung, wenn die am Dienstag eben noch zur Sitzung dann entsprechend gehen. Und das war insofern auch durchaus interessant, dass Luca eben auch sagte, wir wollen weg von der Inzidenz, hat es angekündigt auf Mitte September. Ich habe dann nochmal nahegelegt, dass es sinnvoll wäre, das jetzt sofort zu machen. Warum? Weil jeder, der sich damit beschäftigt, wir haben die verschiedenen Inzidenzstufen bis 10, bis 35, bis 50. Und wir hatten jetzt die Situation, dass eben Städte, Stadt- und Landkreise wie Lörrach, Mannheim beispielsweise schon die 35er Inzidenz gerissen haben und dann in dieser dritten und vierten Stufe dann eben doch wieder erhebliche Einschränkungen kommt, beispielsweise von Einzelhandel mit einer Begrenzung nach Quadratmeter. Und deswegen habe ich gesagt, wäre sinnvoll, das jetzt sofort zu machen, weil wir über Wochen jetzt feststellen, die Situation in den Kliniken ist im Prinzip unverändert. Wir hatten jetzt Stand dieser Woche 50 Patientinnen und Patienten, die in Corona-Behandlung im klinischen Bereich sind. Und von daher also alles andere als eine große Auslastung. Und die Verordnung, die jetzt gestern Nacht kam, die jetzt ab morgen gilt, die sieht eben auch nicht mehr diese Inzidenz vor, sondern sie sieht im Prinzip jetzt eben
diese 3G-Regelung vor. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir uns jetzt morgen treffen, dann müsste der Wolfgang, der das hier koordiniert, am Eingang schauen, wer hat denn die Impfungen, also wer hat den Impfausweis dabei, wer ist genesen, wer hat die Genesenenbescheinigung. Und wenn einer beides nicht vorlegen kann, dann muss er eben hier in dieser Lokalität eben einen Test vorlegen als Nachweis, dass er eben nicht positiv getestet ist. Das wird die Maßnahme dann ab morgen sein. Es war am Montag noch angekündigt im Laufe der Woche und Uli Rühlke hatte Pressekonferenz gegeben am Donnerstag und ich habe ihm das auch noch mit auf den Weg gegeben. Es war vorgesehen, dass wir in vielen Bereichen einen PCR-Test brauchen. Ein PCR-Test ist deutlich aufwendiger, der geht auch nicht so schnell, denn bisher sind die PCR-Tests dauern eben mindestens 24 Stunden. Und dann wird es halt schwierig, wenn du in ein Lokal gehst, wenn du einen PCR-Test, vor allem im Moment wird ja irgendwann das Thema kommen mit dem selber bezahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 62 Euro bezahlt, um dann einen Zwiebelrostbraten für 22 Euro im Restaurant zu essen. Dieser Druck hat offensichtlich auch noch mal ein bisschen gewirkt. Der PCR-Test ist jetzt nur für die, du hast vorher gehabt mit Discos und Clubs, für diese Bereiche wird ein PCR-Test vorgeschrieben. Im Moment sind die nicht zu bezahlen. Also das ist in dieser Regelung nicht vorgesehen. Und trotzdem muss man schon sagen, es gibt natürlich schon Fragezeichen, wo man sieht, dass einfach man das ja nicht nur nach virologischen Erkenntnissen bewertet, sondern man bewertet es letztendlich doch auch ein Stück weit politisch, weil für den Einzelhandel, was wir ja ausdrücklich unterstützen, aber für den Einzelhandel gibt es überhaupt keine Vorgaben, keine Tests, keine Restriktionen. Natürlich die AHA-Regel mit Masken und so, das ist klar, aber man braucht jetzt von Handel keinen Test oder sonst irgendwas, während eben aber für Restaurants beispielsweise oder für Kinos dann die entsprechenden Notwendigkeiten da sind. Bitte schön. Eine Frage, Herr Hausmann. Die Neuregelung, ab welchem Alter soll die umgesetzt werden? Betrifft es jetzt schon 12 plus, weil vorhin war jetzt recht von den Jugendlichen, die eigentlich abgestraft wurden, jetzt anderthalb Jahre die Rede. Greift es dort auch ins Räderwerk oder gibt es da eine höhere Grenze? Ich weiß nicht, ab 18 oder was. Gut, da muss ich nachher nochmal reinschauen. Das können wir nachher nochmal schön anschauen. Das haben wir jetzt heute Morgen. Stimmt, das muss ich. Gucken wir nachher nochmal schön ein. Weil einige junge Leute hier sitzen, gell? Ja, genau. Also das nicht war das unwichtig. Ich rede jetzt nicht von Kandidaten. Gucken wir schön, weil das habe ich jetzt heute Morgen nicht angeschaut. Genau, du kennst schon mal schön. Und bei Wahlkampfveranstaltungen gibt es auch so eine Regel. Also Wahlkampfveranstaltungen brauchen wir keine Testpflicht. Da ist es also ausdrücklich ausgenommen. Es gibt dann Sonderregeln für die Wahlen selber, aber für Wahlveranstaltungen gibt es Sonderregelungen. Wahrscheinlich für die AfD dort. Nein, für alle. Aber schon an diesen Dingen sieht man natürlich, wie problematisch eigentlich solche Dinge auch zu bewerten sind. Und wir sind zum einen froh, dass man jetzt tatsächlich, wie von uns gefordert, jetzt weggeht von dieser Inzidenzregelung, weil es eben unwahrscheinlich viele Einschränkungen gegeben hätte jetzt in den nächsten Wochen. Dass es also auf jeden Fall das weggeht. Was ich jetzt vermisse in dieser Verordnung ist eigentlich eine Aussage, auf was müssen wir uns denn einstellen. Also wann kommen denn irgendwelche Änderungen? Und da wird halt nur allgemein darauf verwiesen zu Beginn, dass man bewertet, wie die Hospitalisierung sich entwickelt, wie die Inzidenz sich entwickelt und will sich da abstimmen mit dem Landesgesundheitsamt, aber es gibt keine Aussage, das hätte ich mir jetzt ein Stück weit gewünscht, weil in der Sozialausschusssitzung hat er eine konkrete Zahl genannt, also wenn wir 300 Patientinnen und Patienten, Covid-Patientinnen und Patienten
im Krankenhaus haben, dass wir dann eine Grenze haben, wo dann über weitere Einschränkungen nachgedacht wird. Da steht jetzt nichts dazu drin. Also wir sind so ein bisschen im luftleeren Raum und so nach dem Motto wird dann schon irgendwie entschieden. Das ist das, wo ich mir jetzt schon gewünscht hätte, dass es da deutliche Aussage dazu gibt, wie man damit umgeht. Und wir haben uns ja auch stark dafür gemacht, dass wir jetzt wirklich auch alles dafür tun müssen, die Impfangebote zu forcieren. Wir hatten beispielsweise Veröffentlichungen in Stuttgart über die Postleitzahlgebiete und haben extreme Unterschiede. Also im Europaviertel in Stuttgart haben wir doppelt so hohe Impfquote wie in Zuffenhausen beispielsweise. Und das ist einer der Punkte, wo wir noch viel zu wenig Informationen haben über die sozioökonomischen Faktoren. Mein Kollege im Bundestag, der Professor Ullmann, hat das mal an die Bundesregierung abgefragt. Da gibt es überhaupt keine Auswertungen und Aussagen. Und er hat es dann auch so formuliert, die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer wissen das, die Kandidaten und Kandidaten. Du kannst im Prinzip heute über FDP-affine Haushalte relativ viele Informationen kriegen, aber bei einer Corona-Pandemie, die ja zu extremen Grundrechtseinschränkungen führt oder geführt hat, haben wir eigentlich überhaupt relativ wenig Daten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt alles daran setzen, mit mobilen Impfteams die Möglichkeiten zu erweitern. Weil nicht jeder hat eben ein Internet und nicht jeder hat ein iPhone. Und deswegen müssen wir zu den Menschen herangehen. Das hat Luca jetzt auch zugesagt, dass man da entsprechend auch mehr macht, dass wir die Impfangebote eben auch für Menschen verstärken, die, sagen wir, vielleicht nicht jeden Tag Zeitung lesen, die nicht jeden Tag im Internet schauen, dass wir das anbieten. Also das ist wichtig. Wir haben, ich selber habe mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten, mit dem Zahnärzteverband auch Kontakt gehabt, auch da die Diskussion, weil ja heute schließen die 8 Zentralimpfzentren in Baden-Württemberg, die Kreisimpfzentren stehen auch zur Disposition. Und wenn es dann in die Nachimpfungen geht, die sogenannte Boosterimpfung, also die Nachimpfungen, dann muss man überlegen, wie wird es strukturiert. Da fehlen im Moment auch noch die Grundlagen. Aber wenn ich die Kreisimpfzentren schließe und jeder erinnert sich noch, wie diese Impforganisation war zu Beginn. Luca sagte auch, es war ein Fehler von ihm, das so zu organisieren. Jeder, der das weiß, damals noch die über 80-Jährigen, wo man da die Impforganisation gemacht hat, die Termine, also wenn da die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht irgendwie Enkel oder Leute gehabt hätten, dann wäre das wahrscheinlich das nicht so gelaufen. Also auch da, wie gesagt, muss es eine bessere Organisation geben, dass man auch die Menschen dann anschreibt, dass man auch die Termine mitmacht, so wie es unser Kollege Dr. Heiner Garg in Schleswig-Holstein gemacht hat, dass man einfach auch eine bessere Organisation macht und nicht so nach dem Motto, guckt halt, wenn es ein freies Feld gibt, dass euch da gleich ein Buch dazu. Ja. Das musste man erstmal finden. Genau. Nächtelang. Zwei Anmerkungen zur Organisation. Ich habe vor ein paar Tagen einen guten Jugendfreund in der Schweiz besucht. Deutscher, der aber schon 30 Jahre dort lebt, der Schweizer ist. In Basel im Kanton, die machen das da kantonsbezogen. Ja. Sind die Schweizer aufgefordert worden, unter einer bestimmten Adresse sich zu melden und sagen, ich will geimpft werden. Mhm. Haben ein paar Daten angegeben, damit man prüfen konnte, in welche Kategorie gehören die. Und wir hatten nach 3,5 Wochen eine Mail bekommen, kommen Sie dann und dann, Uhrzeit dort und dort, dahin und dann werden Sie geimpft. Super einfach. Ja, das heißt, warum wir in Deutschland immer alles, ich meine nicht Sie, aber nur kompliziert und umständlich machen, also in unserer Verwaltung ist nicht nur digital der Wurm drin, sondern vom Denken her schon der Wurm. Es gab zwei Optionen. Also Sie hatten nochmal einen Werbung, glaube ich. Ja, ja. Der zweite Punkt ist ein ganz anderer. Ich selber habe mich impfen lassen. Bin auch weder Corona-Leugner noch sonst was. Ich halte nur langsam diese Hysterie, ich bezeichne das wirklich als Hysterie, eine Welle nach der anderen gezogen. Wenn man jetzt die Todeszahlen als einen Indikator nimmt, wie schrecklich diese Pandemie ist, wir haben, und das gilt jetzt für 1/4 Jahre,
knapp 95.000 angebliche Corona-Tote, ich nehme es mal jetzt als tatsächliche Corona-Tote, bezogen auf die 82,9 Millionen Menschen, die hier leben, sind das 0,11% der Gesamtbevölkerung. Allein an Krebs sterben wir über 230.000 Menschen jährlich. Irgendwie scheint mir da was aus dem Lot geraten zu sein, und es gibt nochmal auf die jungen Leute zu sprechen zu kommen. Alle anderen sind auch betroffen. Was da der Bevölkerung, Sie haben zu Recht auf Freiheitsrechte verwiesen, alle zugemutet wird, halte ich nicht mehr für erträglich. Die FDP hat ja auch schon, glaube ich, geklagt, bis das verhandelt wird. Kommt vielleicht eine neue Pandemie. Aber ich denke, so kann und darf es einfach nicht mehr weitergehen. Also zwei Dinge zum ersten Punkt. Es gab da zwei Wege bei der Impforganisation. Der eine Weg, und da hat sich Baden-Württemberg dafür entschieden, das über die Kassenärztevereinigung zu organisieren, über die sogenannten Terminservicestellen, wo man dann angerufen hat. Die sind eigentlich dafür da, wenn jemand jetzt länger auf einen Facharzttermin wartet, dann kann man da anrufen und sich eben einen Termin geben lassen, weil man Fachärztin oder Facharzt in der Nähe. Die sind natürlich für diese Form nicht ausgestattet gewesen, und durch das, dass Impfstoffmangel da war, waren die für diese Thematik einfach nicht kompetent. Baden-Württemberg hat sich für den Schritt dann festgelegt gehabt, das war eben der falsche Pfad. Es gab andere Bundesländer, die haben gesagt, wir machen das selber. Schleswig-Holstein hat eine Konzertagentur dann mit an Bord genommen, weil die haben, weiß man ja, wenn da solche Top-Sängerinnen und Sänger oder Top-Bands kommen, dann hast du geschwind mal einen Tag 5 Millionen Klicks, ne? Die musst du ja verarbeiten können. Das heißt, die haben eine andere Struktur damit, und von daher sind die da einen besseren Weg gegangen. Da gab es dann eben die Terminvorschläge, die eben dann von der Organisation zu den Personen gekommen sind. Der zweite Punkt ist ja für uns immer wichtig, dass wir zum einen wirklich auch keine Panikmache produzieren. Wir haben zwei wichtige Themen in dem Bereich. Das eine ist tatsächlich die Auslastung im klinischen Bereich, dass wir da keine Überlastung haben. Und der zweite Bereich, wo uns im Moment auch noch viele Erkenntnisse fehlen, die sogenannten Long-Covid-Patienten. Es gibt eben viele, nicht nur Ältere, aber Jüngere, die dann im Prinzip wieder gesund sind und überhaupt kein Problem haben. Ich habe neulich wieder jemand getroffen im sportlichen Bereich, der bei mir im Fitness trainiert, der war dann ein halbes Jahr außer Gefecht. Ne? Der ist so, schätze ich mal, Anfang 40. Und jetzt so langsam wieder sich in sportliche Betätigung begibt, der hat jetzt ein halbes Jahr nichts machen können. Aber dazu gibt es auch keine Zahlen, zumindest nicht die. Ja, zu diesen Long-Covid-Fällen, da wird immer nur Alarm geschrien, aber Zahlen gibt es keine. Ja, das sind jetzt Dinge, wo man natürlich auch wirklich entsprechende Auswertungen machen muss über die Reha-Bereiche, da fehlen aber auch noch die. Genau, das sind so die zwei Punkte. Aber mein Sohn ist gerade übers Wochenende in Kopenhagen bei seinem früheren Schulfreund, der da studiert. Ja, wir haben auch kurz drüber gesprochen. Ja, die haben keine Restriktionen mehr, gell? Die gehen vernünftig damit um. Und das ist ja auch einer unserer Punkte, dass wir immer deswegen auch jetzt drauf gedrängt haben, dass wir jetzt wegkommen von der Inzidenzbasierung zum einen, und zum zweiten, dass wir wirklich jetzt bei der weiteren Ausgestaltung auch nochmal das genau im Blick nehmen. Also die Frage ist dann schon, wie lange geht es dann beispielsweise mit den Testungen für Nicht-Geimpfte? Müssen die das dann jetzt die nächsten Jahre machen? Also da werden wir schon sehr genau darauf achten. Das war einer der Punkte, wo der Kretschmann auch uns gesagt hat, ja, mit euch ist es ja da viel schwieriger als mit der CDU. Dann haben wir gesagt, er kriegt natürlich trotzdem seine Beinfreiheit bei den Ministerpräsidentenrunden, da fallen wir nicht in den Rücken. Aber damals ging es zum Beispiel um die Ausgangssperre, und haben wir gesagt, sie können uns halt auch nicht überzeugen, dass es sinnvoll ist, so eine Ausgangssperre zu machen. Aber klar, eine Koalition muss man sich arrangieren. Aber das ist schon einer der Punkte, wo wir jetzt einen ersten Schritt haben, und wo wir jetzt aber nochmal genau drauf schauen müssen, weil also PCR-Test für Disco
und wenn man die mal selber zahlt, dann habe ich zwar Freiheit und Eröffnung für Diskos, aber wer geht da noch hin und wer zahlt dann möglicherweise über 60 Euro? Also das wo gibt es ein GCR-Test für 60 Euro? Weil ich habe dreimal selber eine Rechnung bekommen vom mit 120, mit 180 Euro ja, als Privatpatient. Die sind jetzt bei 125, ja, das kriegst du noch wieder. Aber wenn die Selbstzahlung ja, kommt, aber im Moment... kriegst nur, wenn eine Krankheit eingeschrieben wird, weil sonst wird es noch nicht. Im Moment ist so, ja, es gibt ja immer so diese feststehende Werte, die müssen die abrechnen in der GKV. Wenn das aber zur Selbstzahlung kommt, wird es nochmal neu bewertet und dann werden die wahrscheinlich zunächst mal bei 60 Euro sein. Und was unsere Hoffnung ist, ich war jetzt gerade am Donnerstag bei unserem Kandidaten Dr. Sven Gerke in Rastatt, selber Mediziner, der entwickelt gerade einen PCR-Schnelltest. Und da ist auch ein Stück weit die Hoffnung, dass dann, wenn es dann wirklich in die Richtung kommt, dass es dann in der Selbstzahlung kommt, dass man so einen PCR-Schnelltest macht und der wird vielleicht dann irgendwann mal bei 5 Euro liegen oder so. Ne? Weil da muss man klar sagen, für Diskotheken und Clubs ist das, wenn das dann die da reingehen, selber zahlen müssen, dann ist das dann ganz stark wegschließen, weil ich glaube nicht, dass das dann funktionieren würde bei diesen Beträgen und deswegen muss man da gucken, dass wir solche PCR-Schnelltests eben auch zur Grundlage machen. Weil sonst ist de facto eine Schließung dieser Einrichtungen, wenn das junge Leute werden diese Beträge nicht bezahlen. Wie kamst du der Festlegung, dass Diskotheken und Nachbars davon betroffen, Nachbars davon betroffen sind und Fußballstadien nicht, weil die tanzen, singen, haben Spaß, alle Gruppierungen gleich. Fußballgeld. Naja, beim Lidl auch. Das ist doch draußen in der Bevölkerung und warum vermittelbar sind. Das ist ja das. Nachbarländer das auch so machen. Das führt die ganzen Maßnahmen absurd. Also, wir haben ja das auch bei Gottesdiensten, ist ja dann auch Ausnahme geregelt. Das ist ja das, was ich auch sage und das ist ja das, was wir auch kritisieren, dann, dass es da eigentlich keine Stringenz gibt, sondern das sind halt letztendlich doch wieder politische Entscheidungen, nichts anderes. Und mit dem PCR-Test vermuten wir so, weil wir haben das heftig kritisiert in dieser Woche, dass das einfach nicht zumutbar ist und ich vermute mal einfach in der politischen Entscheidung, dass Luca gesagt hat, ja, ganz weglassen können wir es nicht, weil wir haben es ja gesagt. Also was machen wir noch? Ja, dann nehmen wir halt noch Diskotheken und Clubs, damit das nicht völlig wegfällt. So laufen ja die Entscheidungen. Ne? Da gibt es, ich könnte es ja auch vorstellen, läuft es eigentlich so, dass dann natürlich auch nicht nur von der Opposition, sondern auch von der Regierungsfraktionen viele Abgeordnete angesprochen werden und die geben das dann weiter und sagen, oh, das ist wirklich nicht gut mit PCR, das könnt ihr nicht bringen. Also so läuft es ja dann. Und irgendwann macht man halt dann die Verordnung, weil Anfang der Woche war nur geplant, PCR-Test im Prinzip für Nicht-Geimpfte im breiten Feld und da gab es natürlich nicht nur von uns, sondern sicherlich auch von Abgeordneten der CDU und von den Grünen dann mächtig Druck und dann kamen natürlich die Kirchen, die gesagt haben, aber hey, das könnt ihr nicht machen und so. Ne? Und wir haben gesagt, gut, bei den Kirchen, dann lassen wir das da ganz mit den Tests. Ne? Und so läuft es halt. Aber in diesem Fall, mal herzlich zu sagen, okay, der Gedankengang PCR war Test weiter im Irrweg. Wir waren jetzt einfach mal klipp und klar sagen, wir waren mal auf dem Irrweg und das machen wir jetzt. Naja, vielleicht müssen wir es nachholen. Ja. Das ist halt dann irgendwann die Frage, gehe ich den Schritt und sage, oh ja, da sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Da war wahrscheinlich Kretschmann aber nicht bereit. Er sagt, wir haben das gesagt, das machen wir. Und jetzt war halt dann nur die Überlegung, wo können wir es vielleicht noch machen, damit es jetzt nicht mehr ganz so schlimm wird. Also insofern muss man klar sagen, dass auch jetzt diese Regelung viele, viele Kompromisse enthält. Und vor allem, was ich eben vermisse, da steht gleich der erste Absatz, es gibt überhaupt keine Hinweise, nach welchen Kriterien werden jetzt denn möglicherweise weitere Einschränkungen kommen. Sondern es steht halt bloß drin, man beobachtet es, wird es mit dem Landesgesundheitsamt abstimmen und mehr steht nicht drin. Und das halte ich eigentlich für falsch. Weil da kann es ja jetzt sein, dass irgendwann man sagt, oh ja, jetzt haben wir aber vielleicht doppelt so viele im Klinikum und jetzt, also insofern
hätte ich mir da schon gewünscht, dass man da eine klare Aussage macht, damit man sich auch darauf einstellt, damit die fällt. Also ich darf vielleicht gerade einhaken, um noch die Frage von Herbert zu beantworten, was ich ja eben in der Verordnung nachgeschaut habe. Also wenn ich es richtig gelesen habe, sagt man jetzt pauschal, alle Personen unter 6 Jahren gelten pauschal als getestet. Und alle Personen zwischen 6 und 18 Jahren, die zur Schule gehen oder irgendeine Bildungseinrichtung besuchen, die zeigen einfach ihren Schülerausweis und damit gelten die auch als getestet. Weil man vermutlich annimmt, dass die in der Schule so befindet. Und bei Studenten, die in den Ferien sehr sind. Nein, über 18 Jahre. Studenten haben keine Ferien. Nee, das sind ja fast 2 Jahre Hochschulen zu. Ja. Das ist, und es also, interessiert kein Schwein. Ja, richtig. Das war übrigens auch nochmal eine klare Aussage vom Montag, von der Sitzung, dass die Kindertagesstätten, die Schulen, die Hochschulen unter allen Umständen auflassen will. Erstens, zweitens, weil ich bei mir auch gerade eine Kindertagesstätte hatte, wo die ganze Gruppe an Kindern jetzt wieder in Quarantäne ist, daheim 14 Tage, dass man das so regeln will, steht aber jetzt bisher nichts in der Verordnung drin, das soll separat kommen, dass dann nur das Kind, die Schülerin, der Schüler, die positiv getestet wurden, in die Quarantäne müssen und alle andere über tägliche Tests sozusagen dann weiterhin in der Schule bleiben. Also das ist die Aussage von Luca, was sicherlich sinnvoll ist, denn insbesondere jetzt in der Sommerzeit, wenn du da eben die gesamte Kindergartengruppe oder Schulgruppe dann wieder komplett daheim lässt, dann haben wir möglicherweise jetzt in den Herbst hinein wieder ganze Schulen, die in Quarantäne sind und das kann es also auch nicht sein und deswegen wird das also auch ändern. Ja. Wann will man mit dieser ganzen Geschichte aufhören? Weil ich habe das Gefühl, wir machen vielleicht in einem Jahr Wahlnachlese und wir reden immer noch über Corona, weil die Zahlen als solche, finde ich, legitimieren diese ganze Blockade unseres Lebens wirklich nicht mehr. Und zweite Erkenntnis, ich bin kein Mediziner, aber Corona bleibt uns erhalten. Das kriegen wir nie mehr aus der Welt. Wir werden vielleicht immuner. Ja. Und wir führen uns aber auf, ich habe ans 14. Jahrhundert gedacht, Pest in Europa, das sind 25 bis 50 genaue Zahlen, hat man nicht Prozent der Gesamtbevölkerung verstorben. Das ist für mich eine Pandemie, aber nicht 0,11%. Ja. Also nochmal, das Entscheidende, was für uns der Gradmesser war, ist im Prinzip die Situation im klinischen Bereich. Das ist für uns der entscheidende Bereich und darüber hinaus sagen wir auch, es ist ein erster Schritt jetzt passiert mit der Verordnung. Aber es sind auch zahlreiche Dinge, die wir also zum einen über die Information, wie wird es denn weiter bewertet und zum zweiten tatsächlich auch nochmal die nächsten Wochen zu beobachten, braucht es denn tatsächlich über diesen ganzen Aufwand, weil wir werden natürlich in der Gastronomie schon die Situation haben, dass der eine oder andere sagt, dann gehe ich da lieber nicht hin und das wäre natürlich schlecht. Ich habe das Sozialministerium diese Woche auch mal angeschrieben, wie läuft es denn, wenn jemand sich nicht impfen lassen kann. Es gibt ja auch viele, die Vorerkrankungen haben. Wie weist er das nach? Weil die Ärzte wissen im Moment selber noch nicht, wie sie es bescheinigen können. Das müsste jetzt relativ zügig, nämlich schon morgen der Fall sein. Denn es gibt ja auch viele, die sich nicht impfen lassen können. Und was uns insgesamt fehlt, sind wirklich saure Statistiken. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie viel Potenzial haben wir denn an Impfverweigerern und wie viel haben wir, die wir noch nicht erreicht haben. Da fehlen uns einfach da die Informationen. Aber ein erster Schritt, und ich glaube, da war der Druck der FDP auch hilfreich, auch in dieser Woche nochmal massiv, dass die Verordnung jetzt schon gekommen ist und dass die Verordnung eben weggeht von den Inzidenzen. Weil wir hätten ab nächster Woche in manchen Bereichen erhebliche Einschränkungen. Soweit vielleicht mal zu Corona, aber. Zum Schluss noch zum Corona. Ich sehe im letzten Thema eben noch eine ganz große Herausforderung. Und zwar nicht jetzt, sondern in 10, 15 Jahren. Und zwar aufgrund der Situation jetzt, weil wir die Jugendlichen in den Schulen nicht mitkriegen, thematisch.
und wir dadurch unsere Probleme eben dann in 10, 15 Jahren jetzt schon produzieren, sehen, dahingehend, dass wir dann einfach zu viele, ich sage jetzt mal, ungebildete Menschen haben, vielleicht auch in der anderen Richtung zu viele Probleme auf dem Arbeitsmarkt, also Arbeitslosenzahl, und diese zwei Komponenten führen ja immer zum Gleichen, was hat die Geschichte gezeigt. Und ich befürchte einfach, dass wir jetzt schon die Saat sehen für den 10, 15 Jahren, um dieses dann irgendwann mal zu bewältigen. Gut, unser wichtiger Schätz natürlich, das war auch unser Credo, es darf jetzt keine Schulschließungen mehr geben. Wir wissen die anderen Effekte, ja, die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch Gewichtszunahmen, all die Dinge, die wissen wir. Deswegen darf es jetzt da keine Einschränkungen geben. Ein so ein Schuljahr darf sich nicht nochmal wiederholen, sonst haben wir extreme Probleme. Hinzu kommt natürlich, das ist ja alles bekannt, dass unsere Schulen bei Weitem eben nicht so ausgestattet sind, wie es Sinn machen müsste. Im Bereich der Modernisierung, der Digitalisierung, eines der Themen, wo der Marcel ja auch sehr stark vertritt. Das ist ein Punkt, wenn ich sehe, Ella-Plattform nichts gewesen, jetzt hat Microsoft nichts gewesen, also wir kommen da nicht vorwärts. Und da muss der Fokus darauf liegen, dass wir die Schulen soweit auch fit machen, dass die solche Dinge eben auch besser digitaler machen können. Aber ganz wichtig ist, dass wir jetzt keine Schulschließungen mehr kriegen im nächsten Schuljahr. Wir dürfen aber auch nicht nur die Schulen sehen, sondern wir müssen ja auch den Endempfänger sehen, der wohl nachher daheim die Information abrufen soll. Ja, klar, natürlich, gehört dazu. Aber es gilt genauso auch für die Hochschulen und ich sage aber durchaus auch für die Vereine, das ganze Ehrenamt, das jetzt anderthalb Jahre zu kämpfen gehabt hat und viele Vereine, die ja finanziell für extreme Herausforderungen stehen, auch da darf es solche Einschränkungen jetzt nicht mehr geben, denn sonst haben wir nachhaltige strukturelle Probleme auch bei uns. Viele Vereine, die dann einfach nicht mehr finanziell in der Lage sind, weiterzumachen oder auch ehrenamtlich, die sagen, ich mache das nicht mehr mit. Und das ist so blöd. Gerade die Corona-Verordnung schicke ich mir gleich mal eine Sportvereinsvorsitzende und Musiker und so. Die haben ja eigentlich so schon genügend zu tun, ja, im Ehrenamt. Und jetzt kommen noch die ganze Corona-Verordnung noch dazu. Und deswegen, wir dürfen auch das Ehrenamt da nicht überfrachten. Stichwort Gesundheit will ich aber trotzdem nochmal sagen und die Sozialpolitik insgesamt, weil ich glaube, das ist ein Punkt ist, dass wir auch auf diese Herausforderungen unserer ganzen Sozialstrukturen, unser gesamtes Gesundheitswesen, Stichwort Pflege, jetzt auch der Bundestagswahl darauf hinweisen, denn da stehen wir ja vor gewaltigen Herausforderungen. Ich habe so ein Stück weit gesagt, Klimaschutz, ich habe gesagt, ist für dich ein Artikel erschienen, Marcel. Gell? Ich habe gesehen, Klimaschutz zu Recht auch für dich ein ganz wichtiger Punkt. Und wir hatten ja die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Wir hatten die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Klimaschutz, muss generationengerecht sein. Ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, das gilt eigentlich auch für die Sozialpolitik. Absolut. Ja, und deswegen ist es so ein Punkt, wo ich da einen Schwerpunkt drauf setze, dass wir dieses Thema nicht nur für die Klimapolitik, sondern eben auch für die Sozialpolitik in den Blick nehmen. Ich will einfach so ein Beispiel nennen. Wir haben ca. 9 Millionen Menschen, die private Pflegeversicherung haben. Dafür gibt es eine Rücklage, nennen wir mal, weil es leicht zu rechnen ist, von über 30 Milliarden Altersrückstellungen. Denn einfach, wenn die dann alt werden, dass das im Prinzip auch finanziert wird. Wenn ich das hochrechne auf die soziale Pflegeversicherung, bräuchten wir da mindestens 300 Milliarden an Rücklagen, die jetzt da sein sollten. Und im Prinzip haben wir jetzt vielleicht gerade einen Überschuss noch von 5 Milliarden. Und das zeigt schon, von welcher aus. Und wir stehen ja jetzt schon die Diskussion um Pflege, kennen wir jetzt alle, will ich gar nicht alles vertiefen. Die Schwierigkeiten, die wir jetzt schon haben, die Zuzahlungen, die Menschen machen müssen in Pflegeheimen, aber wenn wir diese Demografie-Herausforderung nochmal sehen, dann wissen wir ja, auf was wir da zulaufen. Und das wurde jetzt auch von der Bundesregierung die letzten Jahre in keinster Weise angegangen. Im Gegenteil, der Söder möchte noch die Mütterrente 3, also nochmal sozusagen drauflegen. Und ich glaube, das ist unsere Chance, auch mit dem Johannes Vogel, auch in der Rentenpolitik diese Themen aktiv anzusprechen. Denn außer der FDP sehe ich niemand,
der dieses Thema auch unter dem Blickwinkel der Generationengerechtigkeit in den Blick nimmt. Und deswegen ist mir das einfach nochmal wichtig, weil da hat die FDP die richtigen Ansätze, die unheimlich herausfordernd sind. Aber im Gegensatz zu allen anderen Parteien, die immer noch mal mehr drauflegen, die Rentenpolitik ist bis 2025 organisiert, finanziert und danach wird es relativ schwierig. Und außer der FDP kenne ich da, wie gesagt, keine Partei und deswegen sollten wir das einfach auch nochmal ansprechen. Insbesondere ist ein Thema, das auch die jüngere Generation bewegt. Also wir überlegen, wie können wir vielleicht dieses Thema des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Klimapolitik, eben auch zum Thema Sozialpolitik damit in den Blick nehmen. Ansonsten haben wir, glaube ich, viele wichtige Themen. Ich will noch einen Punkt ansprechen, weil mir das wichtig ist, weil ich selber 10 Jahre verkehrspolitischer Sprecher war. Ich habe mit größter Sorge die Entscheidung von der Ursula von der Leyen aufgenommen, eben ab 2035 Verbrennungsmotoren de facto zu verbieten in Europa. Wir als Freie Demokraten vertreten die Devise, wir wollen Klimaneutralität erreichen, aber die Klimaneutralität wollen wir natürlich so erreichen, dass wir wirklich technologieoffen herangehen, eben nicht nur mit Elektromobilität, sondern eben durchaus auch mit Wasserstoff und entsprechend auch mit synthetischen Kraftstoffen, weil selbst wenn wir 2035 Verbrennungsmotoren verbieten, fahren wir ja noch bis 2060 auch in Deutschland mit Verbrennungsmotoren. Und die würden ja nichts beitragen zur Klimaneutralität und deswegen ist unwahrscheinlich wichtig und da ist die FDP auch diejenige, die das Thema forciert. Also Klimaneutralität durch eine richtige Technologieoffenheit, das ist, denke ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch im Wahlkampf nochmal herausstellen sollten, insbesondere in Baden-Württemberg, wo eben viele Zulieferer und viele Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft akut gefährdet sind. Und deswegen, ich habe gar nichts dagegen, dass es macht auch Sinn, in bestimmten Bereichen Batteriemobilität einzusetzen, wo ich kurze Wege habe. Aber die letzte Juliwoche war ich in unserer Partnerstadt und bin der erste Augustwochenende ist ja in Frankreich das Wochenende, wo die ganze Franzosen in Süden fahren. Und wir sind dann zurückgefahren, südlich von Lyon. Und wenn du diese Staus dann siehst, die da wirklich über 50 Kilometer dreispurig da stehen, dann fragst du dich schon, wie funktioniert es denn, wenn alle diese Autos dann nur noch mit Batteriemobilität fahren? So viele Stationen bei der Autobahnraststätte kann man sich gar nicht, wenn sie baust, hast du Strom nicht dazu. Also insofern, glaube ich, ist diese Linie von uns nochmal ganz wichtig, dass wir sagen, die echte Technologieoffenheit, nur so erreichen wir dann auch die Klimaneutralität in der Mobilität und auch für den Klimaschutz eben auch Mengenbegrenzungen im Bereich CO2. Zum ÖPNV vielleicht noch ein Wort. Die sind ja sowieso schon immer ordentlich bezuschusst, aber Corona-bedingt haben Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr und im letzten Jahr 7 Milliarden Euro zusätzlich in den ÖPNV hineingegeben, um das Angebot aufrechtzuerhalten, weil wir ja massive Fahrgastrückgänge durch Corona hatten. Und wir gehen davon aus, dass es auch längere Zeit braucht, auch nach Corona wird stärker Homeoffice gemacht werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal diese Fahrgastentwicklungen in der Dynamik haben, hier im VVS beispielsweise. Und allein der VVS hat 130 Millionen im letzten Jahr Zuschüsse bekommen, dieses Jahr wird es etwa ähnlich sein. SSB, Stuttgarter Straßenbahner, haben einen Abschluss von 95 Millionen minus. Wir haben dann noch entsprechende Zuschüsse, also wenn man einfach mal die Zuschüsse weglässt, 95 Millionen Euro minus. Und deswegen kämpfe ich auch immer, dann habe ich es neulich auch im Kreistag gehabt, gegen das 365-Euro-Ticket. Wir sind sehr für Vergünstigungen, auch für Schülerinnen und Schüler, aber es müssen Tarifanpassungen grundsätzlich in allen Bereichen möglich sein. Und ich selber habe damit eigentlich eine gute
Presse auch gehabt, das verstehen auch die Journalisten, dass wir sagen, wir wenn wir Vergünstigung machen, dann muss es trotzdem mit Tarifanpassung möglich sein. Und einmal ein 365-Euro-Ticket kriegen sie nie mehr weg. In Wien würden wir es heute nicht mehr einführen, weil die einfach merken, sie können an dem nichts mehr verändern. Es muss irgendwo anders das Geld herkommen, weil es wird teurer, es sind ja Investitionen notwendig. Und auch da haben wir, glaube ich, eine sehr vernünftige Position, dass wir sagen, wir müssen schauen, keinen kostenlosen ÖPNV, wie es die Linke wollen. Wir wollen die Qualität. Ja, wenn ich sehe, wie viele Bahnhöfe nicht barrierefrei sind, beispielsweise in Baden-Württemberg, wir wollen die Qualität verbessern, aber einen kostenlosen ÖPNV kann nicht sinnvoll sein, sondern es geht dann immer auf Kosten der Qualität. Und deswegen, glaube ich, haben wir da auch sehr gute Positionen. Von daher können wir, glaube ich, ganz gut und motiviert in die nächsten 6 Wochen hineingehen. Ich nehme eine sehr gute Stimmung wahr. Ich nehme auch wahr, dass man nicht will, dass die Große Koalition so weitermacht, dass es also so weitergeht. Es wird natürlich so sein, im Moment gibt es unterschiedliche Konstellationen. Es wird vermutlich 3er-Bündnis geben. Das könnte für uns dann nochmal bedeuten, dass es sich vielleicht, es gibt ja Woche vorher nochmal einen Bundesparteitag, dass man sich vielleicht da nochmal etwas stärker positionieren muss, weil die Möglichkeit eben von Jamaika gegeben ist, die Möglichkeit einer Deutschlandkoalition und die Möglichkeit einer Ampelkoalition. Ich tue mich selber sehr schwer damit, wenn ich vorstelle, wir hätten da auch hier Bundestagsabgeordnete, die dann die Frau Baerbock zur Kanzlerin wählen müssten. Deswegen könnte es so sein, dass man eben vor der Bundestagswahl sich da nochmal etwas stärker pointiert dazu äußert, dass man sagt, also wenn, dann wäre uns eben eine Ampelkoalition nicht die Koalition, die wir anstreben. Das kann ein Punkt sein, weil ich selber werde da auch schon darauf angesprochen, dass die Menschen wissen wollen, was passiert denn mit der Stimme der Marcel Wissl und der Herr Warnen, das sind neue Kandidaten, denen traue ich, denen vertraue ich. Ich will aber trotzdem wissen, was passiert denn mit der FDP. Also deswegen glaube ich, wird es da vielleicht, je nachdem wie die Umfragen sich entwickeln, nochmal notwendig sein, sich eben da auch mal klar zu positionieren. Die Ampel im Land ist eben nicht die Ampel im Bund, weil es da auch ganz andere Strukturen gibt. Denn Kretschmann ist da durchaus viel realer und der Fraktionsvorsitzende Schwarz, als es eben die Baerbock oder der Habeck sind. Und deswegen denke ich, könnte das eben nochmal ein Punkt sein, wo man sich da nochmal klarer zu positionieren hat. Da muss man jetzt aber nochmal abwarten, wie sich die Umfragen entwickeln. Also ich würde mir wünschen, es gibt keine neue Positionierung kurz vor der Bundestagswahl, sondern die FDP soll bei dem bleiben, was sie jetzt den Leuten im Kopf gehämmert hat. Wir haben eigene Programmatik, eigenes Selbstverständnis. Wir entscheiden als freie Demokraten, mit wem wir koalieren. Und das würde ich um Gottes Willen nicht 5 Tage vor der Bundestagswahl zur Disposition stellen. Denn im Wahlkampf kommt immer noch 2017 mit dieser unglückseligen Nacht und Nebel, 4 Wochen Gespenster-Aussage, lieber nicht als falsch regieren, hätte man das, und ich glaube, CN weiß das auch, hätte man nach 14 Tagen gesagt, an einem Freitag Pressekonferenz, wir stellen eine Frist bis Dienstag für unsere Gesprächspartner, ob sie Programmatik der FDP in der Regierung einbringen lassen wollen oder nicht. Ansonsten erklären wir heute schon die Koalition für Verhandlungen für beendet. Wenn wir es so gemacht hätten, hätte man einen Teil der Schwierigkeiten nicht, die ein Wahlkampf immer wieder auftreten, weil die Leute sagen, ich habe euch gewählt, aber ihr wolltet ja nicht. Aber ich so, also vom Grundsatz her gebe ich dir vollkommen recht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt machen wir den Bundespartei im 19. September und dann sagen wir, was wir wollen. Aber es kann Situationen geben, die wir gar nicht beeinflussen, sondern wo umfragebedingt, wo medial sozusagen so ein Druck aufkommt. Wir hatten die Situation zur Landtagswahl 2016, als es ganz klar war, dass in der Öffentlichkeit da für viele auch Wähler, die strategisch wählen, wir haben ja nicht nur Wähler, die jetzt sagen, ich wähle FDP, weil immer FDP wählen, sondern es gibt viele, die auch strategisch wählen. Und 2016 hat es dazu geführt, dass wir kurz vor der Wahl dann auch gesagt haben, wir können unsere grün geführte
Ampel nicht vorstellen in Baden-Württemberg, während wir jetzt in diesem Jahr uns nicht positioniert haben. Wir haben es völlig, also außer mit der AfD, wir haben es völlig offen gelassen, weil wir gesagt haben, das ist jetzt auch nicht notwendig zu positionieren. Und das ist auch was, wo man jetzt einfach warten muss. Es kann auch sein, das ist gar nicht notwendig, aber es kann sein, dass so ein öffentlicher Druck entsteht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eben doch viele Wählerinnen und Wähler auch durchaus ein bisschen strategischer wählen, also Unternehmerinnen und Unternehmer, die mich dann ansprechen und sagen, ja, wo geht denn die Stimme der FDP dann hin? Und deswegen muss man das einfach... Das ist ja am meisten Wirkung. Genau. Und deswegen muss man es einfach beobachten. Dafür hat man den Bundesparteitag eine Woche vorher, damit man die Möglichkeit hat. Man muss es nicht machen, aber damit man die Möglichkeit hat. Und das müssen wir einfach nochmal beobachten. Aber ansonsten gäbe ich vollkommen recht. Wir treten ein für ein gutes Ergebnis und sagen, dann sollten wir uns grundsätzlich auch mit Parteien im demokratischen Verfassungsbogen in der Lage sein, Koalitionen zu machen. Es ist ja bekannt, dass wir mit dem Herrn Laschet in Nordrhein-Westfalen sehr gut zusammenarbeiten und er das auch immer wieder auch sehr aktiv betont. Und insofern muss man jetzt einfach schauen, wir haben das nicht immer selber in der Hand, die öffentliche Meinungsbildung dann zu beherrschen. Insofern müssen wir es einfach abwarten. Aber ich glaube, wir sind, da gebe ich recht, stark genug zu sagen, wir kämpfen jetzt erstmal für ein starkes Ergebnis der FDP. Das Thema war uns ja auch, und da kommen wir wieder zurück auf die Sondierung. Uns war ja auch klar, man stelle sich vor, wir hätten jetzt vor der Landtagswahl gesagt, also mit dem Kretschmann wollen wir nicht. Ja, dann hätte er die Wählerinnen und Wähler, die so ein bisschen rechnen, dann hätten die gesagt, ja, dann wollen die FDP nicht wählen, weil die regiert nicht mit. Und uns war es ganz wichtig in der Sondierung, genau diesen Eindruck zu vermeiden, dass man am Ende sagt, ja, wenn es ernst wird, dann springt die FDP davon und entzieht sich aus der Verantwortung. Und das ist uns, glaube ich, in der Sondierung gelungen, ernsthaft mit SPD und Grünen zu sprechen. Und ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es auch so rausgekommen, dass es nicht an der FDP lag, dass es nicht geklappt hat mit der Ampel, sondern dass Kretschmann gegen seinen Willen seiner Grünen sich da durchgesetzt hat. Und das war uns nämlich genau wichtig, weil sonst hast du genau wieder die Situation, dass er sagt, naja, FDP wieder sich. Und das ist ganz klar, dass man jetzt auch, wenn die Sondierung, und das sagt Christian Lindner auch, also man lernt ja auch dazu, er sagt, man hat sich viel zu... Diese Trennung zwischen Sondierung und Koalitionsverhandlung, die gab es 2017 eigentlich nicht. Man hat da sozusagen, man hat übergangslos von der Sondierung in die Koalition. Und da haben wir jetzt auch im Land klar darauf geachtet, Sondierung, und dann wird gesagt, mit wem will man, und dann geht es in die Koalitionsverhandlung. Und das ist auch ein Punkt, wo er sagt, also das werden wir das nächste Mal auch so machen, dass klar ist, es wird sondiert. Und wenn man dann sagt, jawohl, dann wird es auch in den Koalitionsvertrag führen. Ich habe da auch weniger Sorge, weil ich überzeugt bin, dass beispielsweise jetzt mit der CDU es auf jeden Fall deutlich besser läuft, als es damals mit der Frau Merkel gelaufen ist. Von daher mache ich mir da wesentlich weniger Sorgen, dass es irgendwie da wieder so ein Problem besteht. Und das Interesse ist auch da. Und wir wissen alle, du kannst manche Dinge bewegen in der Opposition, aber richtig gestalten kannst halt nur, wenn du in der Regierung bist. Und deswegen ist unser Ziel, dass wir jetzt ein gutes Ergebnis machen am 26. September mit guten Kandidatinnen und Kandidaten, mit Zehntausenden von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, und dass wir dann eben an der FDP nicht mehr vorbeikommen und wir eben auch dann für Impulse sorgen, für die neue Bundesregierung, die Herausforderungen, die wir haben, Klimapolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, ist enorm, und da wollen wir uns einen Beitrag leisten dazu. Von daher ganz herzlichen Dank. Und dann für die nächsten 6 Wochen toi toi toi. Und dann freuen wir uns hoffentlich über ein gutes Ergebnis am 26. September. Herzlichen Dank. Eine Frage. Und damit verbunden, denke ich, vielleicht auch sogar als Auftrag an dich Richtung Land oder auch Bund. Zum Thema Schnelltest, kostenpflichtig. Wie steht die FDP generell dazu?
Punkt 1. Punkt 2, ich glaube, jetzt können wir uns auch einig sein, wenn der Schnelltest kostenpflichtig wird, wird die Zahl der Tests zurückgehen. Wenn man sich einfach auch überlegt, mache ich jetzt, gehe ich da jetzt dahin, gehe ich nicht dorthin. Das heißt aber auch, dass die ganzen Testzentren weniger werden. Ich schaue an Wirtschaftsunternehmen, jedes einzelne. Und da geht dann auch der Auftrag hin, dafür zu sorgen, dass die Gemeinden ab einer bestimmten Größe, ich weiß nicht, 15.000, 20.000 Einwohner, verpflichtet sind zu organisieren, einen Schnelltest, Standort, am besten 24/7. Sodass die Bürgerinnen und Bürger, auch wenn sie irgendwo hin wollen, auch die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen. Also, die sollen sich impfen lassen, als Verfahren. Diese Woche hat Ulke sich an der Landespressekonferenz dahingehend geäußert, dass wir in die Situation kommen, dass es schwierig wird zu rechtfertigen, wenn die Tests auf Dauer vom Steuerzahler übernommen werden. Wir haben jetzt kein Datum genannt und auch das FDP-Präsidium, aber das FDP-Präsidium steht auch im Standpunkt, dass wir sagen, wir werden irgendwann dazu übergehen müssen, dass die Tests dann von den Personen selber zu bezahlen sind. Es gibt ein Impfangebot und insofern ist so die Haltung in der Mehrheit, sage ich mal, es gibt ja unterschiedliche, aber in der Mehrheit, die, dass man sagt, wir stehen dann auch dazu, dass man auf Dauer diese Tests nicht vom Steuerzahler bezahlt. Richtig. Tja, aber dann durch die Hintertür wieder eine Impfpflicht. Deine eigene Entscheidung zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, wenn du nicht gesundheitlich bedingt daran gehindert bist. Und es kann nicht sein, dass du auf Kosten der anderen dann dir ja die Freiheit nimmst, zu sagen, ich lasse mich nicht impfen mit der Gefahr, dass du dich ansteckst, dass du andere ansteckst und dann von der Allgemeinheit willst, dass sie dir den Test gibt. Und dann noch Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rege ganz herzlich an, dass Sie diese Diskussion gerne auch mit dem Jochen gleich bilateral in einer kleinen Runde nochmal fortsetzen. Ich denke, wir sollten jetzt an der Stelle einfach mal, sagen wir mal, die große Runde auflösen. Ein bisschen langsam wird hier drin auch die Luft etwas schlechter bei so vielen Gästen. Und deswegen denke ich, sollten wir da vielleicht einfach an der Stelle mal einen kleinen Break machen. Ich möchte zwei Dinge noch loswerden. Zum einen möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken fürs Hiersein, für Ihre rege Teilnahme. Und wenn unter unseren zahlreichen Gästen noch irgendjemand ist, der noch nicht Mitglied in der FDP ist, habe ich eine gute Nachricht für Sie. Es gibt noch keinen Aufnahmestopp bei uns. Also Sie dürfen gerne noch dazukommen zum Team FDP. Starke Unterstützung können wir immer gut gebrauchen. Und bei dir, lieber Jochen Hausmann, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir den Sonntagmorgen hier mit uns verbringst. Finde ich ganz, ganz super. Und aus berufenem Munde hier aus der Bibliothek Feigen habe ich gehört, eine Flasche von dem guten Tropfen ist zu schade, wenn man sie aufmacht. Da ist man schon traurig, dass man keine zweite hat. Und deswegen habe ich uns erlaubt, hier gleich zwei von einem ganz besonderen Tropfen hier aus Feigen. Herzlichen Dank und schönen Sonntag noch Ihnen allen. Herzlichen Dank.